Also ganz ehrlich, Leute. Willkommen erstmal zurück zur Folge. Aber wenn das jetzt stimmt, was ich gelesen habe, dann ist das wirklich das Abwegigste, was ich überhaupt bisher gehört habe. Gut, so abwegig ist das eigentlich gar nicht. Aber... What the fuck? Hey, da kommt jetzt schon Saft aus dem Hahn. Jetzt kann ich Rübensirup zapfen. What the fuck? Ein Becher voll dickem, süßen Sirup. Ganz ehrlich. Wer kommt auf sowas? Was zur Hölle? Da kommt doch kein normaler Mensch drauf. Gut, wenn man die Rübe doch im Hinterkopf hat vielleicht, aber... Wenn ich eine Kuchen backe, dann haue ich da doch keinen Rübensirup von einer Moorrübe rein. Oder Karotte, wie auch immer man das Ding nennen möchte. Also bitte. Das ist irgendwie... Für mich ist das unlogisch, aber naja. Ich glaube, ich bin echt zu doof für das Spiel, ne? Naja, schauen wir mal. Huch. So, jetzt können wir auch endlich zu der Zwergenparty. Anja, bitte. Ich suche die ganze Zeit nach Blausaft, Wurzelsirup, Gedöns und dann sowas, ne? Es kommt davon, wenn man nach dem falschen Ding sucht. Willkommen zurück. Wegen der Torte für die Hasenfamilie. Nochmal zur Torte für die Hasenfamilie. Wenn du die Zutaten findest, kann ich die Torte machen und du kannst sie den Hasen bringen. Wirf einfach einen Blick auf die Zutatenliste. Ja, hab ich doch. Hä? Bis spät, pass auf. Hab ich doch alles. Fehlende eine Handvoll süßer roter Beeren, Schokolade, etwas Milch und Rübensirup. Ich hab doch alles. Auf dem kleinen Zettel stehen okay. Die Hasenfamilie. Vielleicht laden sie dich ja sogar... Ach so, muss ich ihr wahrscheinlich jetzt geben, ne? Eine Zutat. Vielen Dank. Es fehlt eine. Ja. Bla bla bla. Habe ich alles da. Immer mit der Ruhe. Eine zu viel. So, rote Beeren. Und Schokolade. So, dann dürfen wir erstmal die Torte machen jetzt. Vielleicht laden sie dich ja sogar. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, sorry. Nochmal. Bis morgen backe ich eine Pfannkuchen, dann kannst du sie abholen. Und da, vielleicht laden sie dich. Ah, bis morgen, okay. Also müssen wir praktisch zweimal schlafen, wie ich das so richtig sehe. Oder hat sie das schon? Nee, die wird wahrscheinlich dann irgendwo rumstehen. Dann gehen wir jetzt mal hinten zum Marquis. Schlafen erstmal eine Runde. Beziehungsweise zweimal. Damit wieder Tag ist. Und dann schauen wir mal. Vielleicht kommen wir dann ja endlich mal weiter. Erstmal pennen. Ich bin schon wieder... Ja, Cherry, dass du müde bist, weiß ich auch. Sonst würde ich dich nicht aufs Bett legen. Beziehungsweise dich legen lassen. Gedöns. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Und gleich nochmal. Ich bin. Normalerweise müsste das ja jetzt gereicht haben. Hoffe ich. Ach, die Igel. Die klopfen wieder. Hört mal hier durch. Hab mich schon gewundert, wer hier redet. Und dann können wir ja zu den zur Hasenfamilie. Da geht's endlich mal weiter. Und hoffentlich dann ohne komplette Lösung. Hallo, Torte. Die sieht aber lecker aus. Dank dir. Kannst du sie der Hasenfamilie vorbeibringen? Klar. Vielen Dank, mein... Alter, die Anja, ne? So, jetzt muss ich wohl oder übel erstmal pennen, oder? Oder muss ich das jetzt im Grund geben hier? Hallo, Herr Hase. Ich bringe euch die Torte, die ihr bei Anja bestellt hattet. Ach, dem Himmel sei Dank. Ich meine, wird ja auch Zeit. Scheint so, als ob du nicht völlig unbrauchbar bist. Sieht auch gut aus, die Torte. Weißt du was? Ich mache für dich eine große Ausnahme.
Ab heute darfst du offiziell an unseren weit über Mauswald hinaus bekannten und überaus beliebten Hasenfesten teilnehmen. Wow! Und jetzt stehe nicht weiter rum. Meine Güte, der ist aber launisch. Ist ja auch Gronkh, ne? Aber erstmal jetzt schlafen, dann können wir auf die Party. Endlich. Wurde ja auch Zeit. Oh Gott. Ach, der Türsteher. Heute darfst du offiziell... Kennen wir schon. Los, los! Meine Güte, der ist... Ich hoffe, seine restliche Familie ist nicht so anstrengend. Das hoffe ich allerdings auch. Oh Gott. Wow, was für eine Party. Das sind ganz schön viele Leute hier. Jawohl. Ein Geburtstag ist immer ein großes Highlight für Familie Hase. Aber feiern die Hasen nicht jeden Tag Geburtstag? Natürlich. In so einer großen Familie ist das ganz normal. Hoch die Tassen! Wer will heute schon an morgen denken? Heute haben alle Geburtstag. Du auch. Hier, nimm. Was ist denn jetzt los? Eine Trophäe, ah ja. Hoch die Tasten. Wer heute hier? Eine Quartettkarte, cool. Noch so. Das habe ich schon. Diese Hasen verstehen es wirklich zu feiern. Reden wir erstmal ein bisschen mit allen. Jetzt gibt es für die Feiernden endlich auch etwas zu essen. Jetzt kann ich das Fest endlich in Ruhe genießen. Wenn es keine Torte gibt, sind meine jüngeren Geschwister immer unausstehlich. Ah ja, okay. Diese Bowle sieht wirklich verlockend aus. Sie duftet nach Brombeeren. Das erinnert mich an Mamas köstlichen Brombeerkuchen. Davon hätte ich jetzt gern ein großes Stück. Ich hoffe, Mamas Kuchen ist noch nicht kalt, wenn ich endlich wieder nach Hause komme. Ja, gut, das stimmt. Oh, Geschenke gibt es auch. Oder eher einen Briefkasten. Naja, die Beschenkte scheint sich ja zu freuen. Hasen. Wer hat denn jetzt überhaupt Geburtstag? Ist es nicht eine Freude, den Hasen beim Feiern zuzusehen? Die Übersicht darüber, wer heute Geburtstag hat, habe ich allerdings schon lange verloren. Gut, ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht festzustellen. Kennen wir schon. Diese Hasen verstehen es wirklich zu feiern. Hat der Wink. Ach, der haben wir letztes Mal schon gesehen. Ich dachte, du wolltest heute Abend tanzen. Meine armen kleinen Füße. Ich habe mir heute Nachmittag Blasen getanzt. Oh, weh. Dabei habe ich mich so auf das Fest gefreut. Oh, das tut mir jetzt aber echt leid. Haben wir da nicht was? Baldrian-Tropfen. Allzweckwaffe hier. Ich glaube, da können wir ihm auch nicht helfen. Aber wir können mit Jonathan reden. Erstmal so. Ich muss dir einen Witz erzählen. Gerne. Also. Ich will ihn aufschreiben. Ich habe mir die halben Witze verdammt notiert. Jetzt habe ich so alles übersprungen, weil ich gedacht habe, ich muss das eh nochmal machen. Allerdings hat der die automatisch aufgeschrieben. Jerry, mach nicht alles automatisch. Ui, das sind ja die Glühnüsse. Sind sie nicht faszinierend? Der Saft in ihnen zieht massenweise Glühwürmchen an. So eine könnte ich gut gebrauchen. Dann nimm dir doch eine. Aber sei vorsichtig. Wenn die zerplatzen, ist alles voller Leuchtsaft. Perfekt. Ich hab da so eine Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob das so klug ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Glühnuss und Witze. Das war ja alles, was wir brauchten. Da kommen wir endlich auch weiter. Erstmal nach oben. Zum Herrn Gnom. Gnom? Kobold. Entschuldigung. Aber die Glühnuss, glaube ich, wird ja nichts bringen, oder? Ich habe da so einen Verdacht. Gute Idee. Damit könnte ich vielleicht Licht ins Dunkel bringen. Aber das ist hier viel zu hoch, um mit schweren Nüssen zu hantieren. Das alte Eichhörnchen hat gesagt, der Saft in... Vielleicht kann ich den Saft, wenn der... Ja. Es ist...
Mein Verdacht bestätigt sich gerade. Ausnahmsweise mal was, wo ich jetzt selber drauf gekommen bin, aber auch nur, weil ich es vorher schon ausprobiert habe. Oh Gott. Na? Oh. Wir müssen also die Maus tatsächlich wieder erstmal zum Pennen bringen. Gut zu wissen. Ist auch umständlich, ne? Aber naja, ist auch irgendwie realistisch, dass sie So, erstmal Kaffee holen. Dass die Maus pennt und dann können wir die Dinos abschießen. Ach ja, Entschuldigung, nicht die Spüle, sondern die Kaffeemaschine. Ich klicke da immer auf die Spüle, versehentlich. Will ich gar nicht. Ich will auf die Kaffeemaschine klicken. So, Baldrian rein. Diese unheimlich starken Baldrian-Tropfen, die irgendwie jeden in Sekunden einschläfern. Sehr realistisch. Gut, ich habe auch keine Erfahrung mit Baldrian-Tropfen. Ich habe keine Ahnung, wie stark die Dinger wirklich sind. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass sie richtig stark sind. Also, insofern. Oh, was für ein Duft. Frisch gebrüht. So. Kennen wir ja schon. So. Jetzt erstmal Glühnuss schießen. Okay, mal sehen, ob das klappt. Oh ja. Wow. Oh Gott. Ich habe fast den großen Ast hinter dem Rathaus getroffen. Sieh sich das einer an. Das leuchtende Zeug in der Nuss zieht Glühwürmchen von überall aus Mauswald an. Wie schön. Und trotz dem Krach schläft die Wache immer noch tief und fest. Gut, die hat sich's auch verdient. Hat ja ihre Pflichten vernachlässigt, ne? Jetzt erstmal zum... Wie heißt er jetzt wieder? Grünhut da oben rauf. Ach, wir haben ihn gar nicht getroffen. Wow! Das leuchtende Zeug in der Nuss, wie Das kennen wir schon. Immer noch ganz schön hoch. Aber jetzt kann ich zumindest sehen, wo ich hintrete. Hoffentlich geht das gut. Ja, wenn nicht, ist das Adventure ziemlich schnell vorbei. Geschafft! Ganz schön abenteuerlich. So, hallo Grünhut. Ist dir klar, wie lange ich gewartet habe? Jetzt bin ich uralt und noch ein paar Tage. Du Balk hast doch sicher hier den Baum beschossen, oder? Hab hier oben gerade an nichts Böses gedacht und fast den Löffel abgegeben, aber konnte ich ja nicht, weil du mir den geklaut hast. Wenigstens hat der Baum jetzt eine schöne Farbe. Was zur Frau Holle willst du eigentlich in meiner Welt, du Jungspund? Du willst mir doch bestimmt nur deine drei Wünsche abpressen. Ich bin ein Zauberlehrling und will einen Zauberspruch lernen. Gib mir den Hut und ich nehme dich mit. Den behalte ich, bis wir drüben sind, okay? Du misstrauischer Knabe. Nun gut. Aber wer in meiner Welt nach Zaubern sucht, der kommt zu mir. Aber du kannst dir ja einfach was wünschen. Na dann mal auf. Ob der das mit den Wünschen wohl ernst meinte? Ich hab keine Ahnung, es werden wir sehen. Interessiert mich aber jetzt auch.